Ja, herzlich willkommen zu dieser Jugendvesper am Herz-Jesu-Freitag. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass viele auch von zu Hause mitschauen. Hier ist die Kamera. Ich hoffe, ihr habt es besinnlich zu Hause. Vielleicht könnt ihr eine Kerze anzünden. Und schön, dass ihr alle da seid. Dann steht mal bitte auf. Und wir haben schon ganz schwungvoll gesungen. Komm, Heiliger Geist, entzünde unsere Herzen. Und so bitten wir auch Jesus Christus in unsere Mitte. Und beginnen wir mit dem Zeichen des Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie ihr seht, haben wir heute einige Musiker da. Es ist eine Musikgruppe von St. Alban. Jugendliche, Erwachsene, die Schwester Martha und die Barbara Kling am Piano. Und predigen wird heute die Schwester Carolina. Schön, dass du wieder da bist. Wie jedes Jahr, das freut mich. Und so übergebe ich dir das Mikrofon. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Sie dürfen sich wieder setzen. Dass wir miteinander hier die Jugendvesper feiern. Und es ist heute nicht nur Herz-Jesu-Freitag, sondern es ist auch der Freitag vor dem Pfingstfest. Und selbstverständlich geht es an diesem Freitag vor dem Pfingstfest um den Heiligen Geist. Ich habe eigentlich erwartet, dass ein paar Firmlinge kommen. Ich werde auch über die Firmung sprechen, aber das macht nichts, weil mir tut das auch immer gut, wenn ich sowas nochmal höre, dann habe ich das wieder drin. Und von daher freue ich mich, dass wir hier gemeinsam das machen dürfen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Jugendvesper. Wir singen. Du bist groß, H11. Du mein Gott, du bist gut.
Ich habe heute die Lesungstexte mal vertauscht. Es kommt zuerst das Evangelium und dann die Lesung, weil es von der Logik her einfach besser passt, habe ich mir gedacht. Und dieser Heilige Geist, der uns Mut macht, der uns erfüllt, der uns stark macht, der uns begeistert, wird von Jesus angekündigt. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Und wir hören eine Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes und dafür stehen wir wieder auf. Jesus spricht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Alle meine Quellen entspringen in dir, A1. Da können Sie sich setzen, denn es sind so viele Strophen, die wollen wir heute auch alle singen. Yeah.
Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, sprachen Gottes, die sich hier aufhielten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. Da trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde am Morgen, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen. Und sie werden Propheten sein. Ich werde Wunder erscheinen lassen droben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wort des lebendigen Gottes. Ja, wie ist das mit dem Heiligen Geist? Wie funktioniert das mit dem Heiligen Geist? So werde ich in der Schule oft gefragt von meinen Schülern. Jetzt muss ich das Ding absetzen, dann kann ich es besser. Und dann fragen Sie: Schwester Carolina, wie ist es mit dem Heiligen Geist? Wie geht das? Kann man den sehen? Wie sieht er aus? Was hat er an? Fragen Sie mich. Und dann sage ich: Wisst ihr, der Heilige Geist, das ist was anderes. Den kann man nicht sehen. Aber es ist so wie in der Lesung. Er macht einem Mut, er beflügelt einen. Die Jünger, die vorher Angst hatten, sich zusammengeschlossen haben, nicht rausgetraut haben, plötzlich sind sie erfüllt vom Heiligen Geist. Und ich vergleiche das dann bei den Kindern oft mit einem Luftballon. Dann sage ich: Ein kleines Kind, wenn es einen Luftballon haben möchte, will nie sowas hier haben. Das ist ja langweilig, ne? Sondern: Mama, blass ihn mal auf. Und dann wird der Luftballon erst interessant. Hoffentlich kriege ich den. Der hat ein Loch. Okay, er ist ein bisschen aufgeblasen. Ich habe noch einen. Ich habe ja Ersatz dabei. Und jetzt ist der Luftballon nicht mehr langweilig, denn jetzt kann er fliegen und tanzen und jetzt schreit jedes Kind Hurra. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist sind wir nichts.
Ohne den Heiligen Geist sind wir uninteressant, aber wenn der Heilige Geist uns erfüllt und uns Mut macht und uns bestärkt, dann sind wir plötzlich interessant für die Welt, denn dann kann man mit uns was anfangen. Ich habe auch die Helena nach vorne geholt in meiner 4. Klasse und habe gesagt, Helena, setz dich hin, mach dich ganz klein, kauer dich auf den Boden. Und dann habe ich sie mit der Luftpumpe aufgepumpt. Und sie wurde immer größer und immer besser und am Schluss stand sie so. Und dann habe ich gesagt, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt geht es mir gut. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist als Kraft Gottes, der uns Mut macht, der uns erfüllt, der uns beflügelt und der uns mitnimmt in die Begeisterung für den Glauben und für den Herrn und auch für die Kirche. Und so ist es, wenn wir jetzt zum Beispiel die Firmung haben. Die Firmlinge entscheiden sich für ihre Taufe. Sie entscheiden sich für diese Kirche und für diesen Gott. Und das ist etwas Wunderbares. Denn die Kirche ist etwas ganz Besonderes. In der Kirche, da bekommt man diese Sakramente. In der Kirche, nur dort. Und die Kirche ist da, um Christus zu den Menschen zu bringen und die Menschen zu Christus. Und diese Sakramente, unter anderem die Firmung, das sind Liebesgeschenke Gottes an uns. Da sagt Gott Ja zu uns, in der Taufe begonnen, ja, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich mein Wohlgefallen und dich will ich und dir schenke ich das. Und diese wunderbaren Liebesgeschenke kriegt man nur in der Kirche, da sind sie. Die Geschenke der Sakramente, wo Gott sein Ja zu uns sagt, wo er sagt, du bist mir wichtig und mit dir will ich meinen Weg gehen. Und da so ein Geschenk ist nicht nur die Taufe und die Erstkommunion, sondern auch die Firmung, wo es ganz besonders darum geht, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass er uns beflügelt, dass er uns stark macht zum Christsein. Und deswegen ist die Kirche so ein wertvoller Edelstein, so ein wertvolles Schmuckstück, weil in ihr bekommen wir das, in ihr werden wir ermutigt, gestärkt und befreit zum Christsein, aber auch in Dienst genommen. Und es ist nicht nur so, dass Gott uns die Sakramente schenkt, es kommt noch viel mehr dazu. Er schenkt uns auch seine Liebe. Warte, wo sind die Punkte? Und nicht nur seine Liebe, auch seine Treue. Und obendrein noch seine Güte, seine Langmut, seinen Frieden und sein Erbarmen. Ich drehe das mal so ein bisschen, dann könnt ihr das auch sehen zu Hause. Da. All das bekommen wir hier geschenkt. Und zu diesem Geschenk, zu diesem Gott, zu dieser Taufe und zu dieser Kirche sagen wir Ja, wenn wir Ja sagen zum Heiligen Geist. Und dieses Ja ist so etwas Besonderes und so etwas Schönes, weil wo bekommen wir sonst alles dieses? Und die Erwartungen, die Gott an uns stellt, die gibt es natürlich auch. Aber die sind jetzt mal im Vergleich zu dem, was er uns anbietet, relativ geringfügig. Denn unser bedürfnisloser, transzendenter Gott möchte einfach nur, dass wir ganz persönlich, ganz individuell und ganz frei zu ihm Ja sagen. Dass wir sagen, ja, Herr, ich möchte das alles. Und das ist sein Teil. Wir müssen nur Ja sagen. Und aus diesem Ja heraus kommt automatisch, dass wir Kontakt mit ihm halten, dass wir ihn ehren, weil wir das alles zu schätzen wissen. Diese Geschenke der Sakramente und dieses Geschenk seiner Gaben, die er uns gibt. Und wenn wir dieses freie, individuelle Ja zu ihm sprechen, dieses wunderbare, einfache Ja, dann hängt hier oben die Erlösung. Und was Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren. Wollt ihr das auch sehen? Bitteschön. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Und dann sage ich, Leute, der Heilige Geist, der ist so wichtig. Der ist so wichtig für unser Christsein und für unseren Mut und alles. Da gibt es die Gaben des Geistes.
Und um die müssen wir beten. Die kann man nicht im Supermarkt kaufen, die kann man nicht an der Tankstelle holen. Nein, wir haben es viel einfacher. Wir müssen nicht einmal weggehen dafür oder irgendein Tauschmittel haben oder sonst was. Wir müssen nur darum beten und dann bekommen wir das alles geschenkt. Und das ist Firmung, das ist Sakrament, das ist Kirche. Die Kirche, dieser wunderbare Edelstein. Und diese Gaben des Geistes, die sind wie Energy Drinks. Das ist, als ob ich so ein Kraftgetränk aufnehme. Und dann sagen die Schüler in der Schule, ja, Carolina, ist ja alles ganz gut, aber dieses Energy Drinks, weißt du, die hören nach einer Zeit auf mit ihrer Wirkung. Dann habe ich gesagt, ja, genau. Und deswegen müssen wir auch immer wieder um die Gaben des Geistes beten. Und dann kommen sie. Wir müssen nur Ja sagen. Wir dürfen darum beten. Und das ist so einfach. Es muss ja kein geformtes Gebet sein. Ich sage einfach, Herr, sende mir deinen Geist. Und er wird es tun. 100%. Ich habe das schon oft erfahren. Zum Beispiel jetzt gerade, wenn ich nicht weiterkomme. Da haben wir sie alle. Der Rat und die Stärke und die Frömmigkeit und die Weisheit und die Gottesfurcht und so weiter. Und damit werden wir dann erfüllt werden. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne an Gott. Er bietet an, wir müssen nur darum beten. Es ist wie ein Dialog. Es ist ein Gespräch zwischen Gott und mir. Gott sagt, du, pass mal auf, willst du das alles haben? Willst du diese Geschenke haben? Willst du alles haben, was ich hier vorne an der Kirche habe? Ich muss eigentlich nur Ja sagen. Meine Antwort ist Ja. Dann sagt er, okay, pass mal auf, kriegst du, aber dann nehme ich dich auch in meinen Dienst. Dann erwarte ich von dir auch, dass du ein bisschen was dafür tust, dass du Ja sagst. Und diese Indienstnahme, die kriegen wir hin, mit Gebet, mit Gottesfurcht, mit Frömmigkeit. Und dann kommt dieser Riesenpacken an Geschenken. Ich mache es nochmal auf. An diesen wunderbaren Geschenken. Sind, glaube ich, ja, doch, alle da. Ja. Und dieser Dialog, dieses Gespräch, das kann immer weitergehen, das kann immer neu anfangen, das kann uns immer wieder beflügeln. Gott sagt, möchtest du? Und ich sage, ja, will ich. Rumsch. Kriege ich das alles. Und das ist was Tolles. Das ist ungefähr so, man stelle sich vor, der Bundestrainer kommt und sagt, hey, willst du nicht als Stürmer in der Nationalmannschaft spielen? Sag ich, wow, ja, cool. Ja, aber was erwartet er dann von mir? Sagt er, gut, du kriegst den Job, ne? Kannst du haben, kannst du machen. Ja, aber was erwartet er? Erwartet von mir, dass ich regelmäßig zum Training komme, dass ich mich für die Mannschaft einsetze, dass ich alles gebe, damit wir gewinnen, das erwartet er. Aber dafür bin ich dann auch in diesem super Job drin. Und so ähnlich ist es hier. Gott bietet mir was ganz Tolles an. Ein Riesengeschenk, viele Geschenke und noch alles Mögliche dazu. Und ich sage, ja, will ich haben. Und dann sagt er, okay, dann leb mal schön als Christ. Und das mache ich, weil das kriegen wir hin. Weil wir haben ja die Kraft vom Heiligen Geist. Also, oder? Ja. Und mit dieser Kraft vom Heiligen Geist und mit unserem Gebet dafür und mit unserer Begeisterung schaffen wir das. Und das ist, Ziel ist hier, und nicht nur Ziel, sondern auch Versprechen ist die Erlösung. Und das wünsche ich uns allen, dass wir dieses Vertrauen haben, dass wir diesen Mut haben, diese Begeisterung, diese Beflügelung und voll Hoffnung auf unsere Erlösung zugehen. Denn keine Sorge, sie kommt. Amen. Ins Wasser fällt ein Stein, I11. Thank you.
So, ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Mein Drucker hat nicht getan, deswegen muss ich das jetzt hier mal so machen. Ich möchte an dieses Lied anschließen, an diese Liebe Gottes, die wir doch in uns hineinlassen sollen, eine Meditation zum Heiligen Geist. Es ist so ein bisschen eine Atemmeditation, Sie können atmen oder auch nicht, aber wir machen es jetzt mal. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich mit dem Sturm deiner Kraft. Steh du bei mir. Nimm von mir alle Schwäche, Zweifel und Verzagtheit. Komm, Heiliger Geist, mit dem Licht deiner Wahrheit. Leuchte in mir, nimm von mir alle Dunkelheit, Unklarheit und Unwahrheit. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich mit der Glut deiner Liebe. Lass in mir Güte und Barmherzigkeit wachsen. Nimm von mir Egoismus und Gleichgültigkeit. Komm, Heiliger Geist, schenke mir deinen Frieden. Nimm von mir alle Unruhe, Hektik und Anspannung. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Freude. Nimm von mir unnötige Sorgen und Verzagtheit und stärke in mir das Vertrauen. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Weisheit. Gib mir Einsicht und Kraft zur richtigen Entscheidung. Komm, Heiliger Geist, und begeistere mich. Ermutige mich und stärke mich, dass ich meinen Glauben bekenne, dass ich ihn froh in die Welt trage und dass ich die Kraft habe, ihn zu leben. Komm, Heiliger Geist, und bleib bei mir und wohne in mir. Amen. Wir wollen jetzt Fürbitten beten. Wir möchten das wieder so machen, dass sie frei gebetet werden können. Es werden die Lichter ein bisschen ausgemacht. Ich bringe das Mikrofon runter und dann können Sie, ja, okay, dann können Sie vorkommen und Ihre ganz persönlichen Anliegen vor den Herrn tragen. Und wir werden mit einem Antwortvers dazu singen und Sie können sicher sein, es kommt an. Herr, ich bitte dich für die verfolgten Christen in unserer Welt. Stärke sie mit deinem Geist. Gebe ihnen Mut und Vertrauen, dass sie nicht in Verzagtheit versinken.
Herr, ich bitte dich für alle Flüchtlinge, die aus der Ukraine gerade nach Deutschland fliehen und ihre Familie verloren haben und Schreckliches erlebt haben. Ja, am Sonntag haben wir Pfingsten und wir denken an den Heiligen Geist, der kommt. Wir alle brauchen in unserem Leben ein neues Pfingsten, auch wenn wir schon gefirmt sind. Und so schauen wir voll Erwartung auf dich, o Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, uns das schenkst, was wir brauchen und auch deiner Kirche das schenkst, was sie braucht. Und ich will auch beten für die Firmlinge, die gefirmt werden, dass sie sich begeistern lassen, begeistert von Gott, von der Kirche und dass der Funke überspringt und was Neues entsteht. Darum bitten wir dich, Herr. Herr, ich bitte dich um die Angehörigen derer, die bei dem heutigen Zugunglück ums Leben gekommen sind und alle Hinterbliebenen. Schicke ihnen deinen Heiligen Geist, gib ihnen Kraft und Zuversicht. Vater, ich bitte dich für alle Kinder und Jugendlichen auf der ganzen Welt, die jetzt nicht bei ihrer Familie wohnen können, die von anderen Menschen erzogen werden müssen. Und ich bitte dich, dass die Familien wieder zusammenwachsen können, dass die Werte, die guten Werte wieder in uns wirksam sind und in der Gesellschaft verankert werden.
Ich bitte dich für alle Menschen, egal ob Pfarrer, Ordensleute oder sonst wer auch immer, die verlernten haben, an dich zu glauben bzw. zu dir zu beten. Schenke du ihnen wieder deine Kraft, sich wieder neu zu dich hinzuwenden. Ich bitte dich für alle Menschen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben, die mit den Werten der Kirche oder auch mit ihren Institutionen nicht mehr so recht was anfangen können. Ich bitte dich, gib ihnen deinen Geist, dass sie einen Weg für sich finden, der auch wieder eine Ausrichtung auf dich möglich macht. Ja, guter Gott, du kannst uns so reich beschenken. Du hast wirklich alle Gaben für uns. Aber weißt du überhaupt, was du möchtest? Ich lade euch jetzt mal ein, zu überlegen, mit was soll Gott dich beschenken? Was wünschst du dir überhaupt? Wünschst du dir vielleicht Mut oder mehr Glauben, Vertrauen, Kraft, Stärke? Es gibt so viel. Was willst du? Vielleicht machen wir eine kleine Stille und jeder überlegt sich, mit was er beschenkt werden will von Gott, vom Heiligen Geist. Ja, Gott sieht in dein Herz, er kennt deine Wünsche und er weiß auch, was du brauchst. Und du kannst sicher sein, dass er dir hilft in dem Punkt, den du dir wünschst und den du brauchst. Und das Gebet ist die Quelle des Heiligen Geistes. Die Apostel mit Maria haben vor Pfingsten zusammen gebetet um den Heiligen Geist. Und dann kam er mit voller Wucht, mit Feuerzungen vom Himmel. Und die Angsthasen, die Jünger, die waren richtig mutig. Und so ist die Kirche entstanden. Wir sind bis an die Grenzen der Erde gelaufen, um Jesus Christus zu verkünden. Wo auch vorher haben sie sich nur eingeschlossen aus Angst. Und so wünsche ich auch uns und euch die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir Christus verkünden. Herr, ich bitte dich um Priester und Ordensnachwuchs.
Ja, dann wollen wir jetzt alle diese Bitten, die hier ausgesprochen wurden, und auch alle, die noch nicht ausgesprochen wurden, die in ihren Herzen sind, ihre Familien, ihre Sorgen und all ihre Anliegen in dem Gebet des Herrn zusammenfassen, was Jesus uns selber gelehrt hat. Ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen Da berühren sich Himmel und Erde, D14. Da berühren sich D14. Ja, zum Abschluss unserer Jugendvesper wollen wir den Segen Gottes herabrufen, den Heiligen Geist natürlich auch mit seinem Schwung, seinem Mut, seiner Begeisterung. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Herr, segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig.
Er schaue auf euch und schenke euch seinen Heiligen Geist und seinen Frieden. Darum bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, Bruder Matthias, du wolltest noch was sagen? Nach dem Lied, okay. Groß sein lässt meine Seele den Herrn, G15. G15. Schön, dass ihr alle da wart und ich hoffe, ihr lasst euch begeistern von Gott, vom Heiligen Geist und tragt es auch hinaus in eure Gemeinden, in eure Familien. Und ja, viele sitzen hinterm Computer, jetzt ist es wieder Zeit, in die Kirche zu gehen. Hier hätten noch viele Leute Platz gehabt und bringt nächstes Mal einfach alle ein paar Leute mit. Corona ist vorbei. Ich hoffe, die Kirche wird wieder knallvoll, das wünsche ich mir. Und die Begeisterung am Glauben an Jesus wünsche ich uns allen. Und dazu ist jeder von euch aufgerufen, etwas zu tun. Und ja, ich möchte mich bedanken bei der Schwester Carolina, dass du wieder da warst mit der Musikgruppe aus St. Alban. Und die Schwester Martha und Barbara, ihr habt das echt so gut gemacht. Vielen Dank, das ist ein Applaus wert. Steht's mal auf.
Ihr könnt auch nächstes Mal mehr Jugendliche von St. Alban mitbringen. Ich habe gedacht, da kommt ein ganzer Zug. Ihr habt es ja nicht weit, also nächstes Mal. Und dann, ihr bringt auch Leute mit. Und ja, danke an die Technik. Der Bruder Antonius, steh mal auf. Der ist ja jetzt... Ja, die Leute am Bildschirm können ihn nicht sehen, er war ja immer Postulant jetzt gerade, oder erstmal Kandidat, dann Postulant als Dieter, und jetzt hat er einen neuen Namen, weil er ist im Noviziat und heißt jetzt Bruder Antonius. Und der Martin hat sich da hinten versteckt, der hat auch die Technik mit aufgebaut. Ja, danke, dass ihr das alles macht, weil sonst klappt hier nichts ohne Tontechnik und Video. Ja, und im Juli, am 1. Juli, ist die nächste Jugendfesper und wenn Gott will, sind wir da draußen am Kirchplatz. Also da könnt ihr nicht sehen über Video, nur hören. Also müsst ihr kommen. Genau, und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Und habt ihr noch ein Liedchen auf Lager? Ja, wir singen nochmal Atme in uns, Heiliger Geist, damit der Heilige Geist wirklich uns durchdringt. A4. Das war spitze von euch und ich finde, man kann auch ruhig die Kinder erwähnen und nicht nur die Schwester Martha und die Barbara, denn wir haben hier an der Gitarre die Esther, die Nicole. Nicole, habt ihr das gehört? Nicole wollte ich ja eigentlich hier mit der Luftpumpe aufpumpen, aber ich habe die Pumpe vergessen. Dann haben wir die Jessica, was hast du gehabt, an der Flöte. Den Martin an der Flöte. Und Dankeschön, Marc, dass Sie uns an der Gitarre auch unterstützt haben. Das wollte ich doch nochmal erwähnt haben hier, unsere Kinder. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg, Gottes Segen und natürlich die Begeisterung des Heiligen Geistes. Also bei mir ist sie da. Ich hoffe, das hat man gemerkt.
meine Seele den Herrn. Einfach so. Mit. Wir singen nochmal, groß sein lässt meine Seele den Herrn, G15, wer einfach noch ein bisschen singen möchte. Thank you.